שלום עליכם, ויר לרנן ספר חסידים, פון רב יהודה החוסיד, הויטה, סעיף, רייש נון היי, פרגרף, 255. אין מנש זול נישט קוסן אין די סינגוגה זיינה קינדר. און אוך נישט בי זיך צו האוזה ון זיין רבה איז דבי, אודר ון איז מיט זיינה קינדר ביים רבה. nicht zu zeigen, dass es gibt mehr Liebe als Hashem, als Gott oder die Liebe von Rebbe. Aber wenn ein Mensch hat gelesen Torah oder ein Buch von Torah, soll er gleich danach küssen. Geben meine Kuss. So wie es steht geschrieben in Shir HaShirim, in Hohelieder, Kapitel 1, 2, Ishokeini Mineshiko Ispio, soll er mir küssen, mit seinem Mund. Hashem soll man lieben, und wenn man liebt, küsst man. Aber wenn er hat Schleim, soll er es entfernen und dann soll er küssen. Und nicht küssen und dann entfernen. Wenn einer hat ein Zizit, ein neuer Talit, hat man ihm gesagt, warte bis Shabbat, dann kannst du am Shabbat tragen dein Talit. Man weiß nicht, ob es ist jetzt Talit Katan, kleine Zizit, oder Talit Gadol. Auf jeden Fall, wahrscheinlich in Deutschland geht das über Talit Gadol. Aber ich bin nicht sicher. Aber es geht um Zizit. Das ist diese Schaufäden, was man trägt. Und man sagt, eine warte bis Shabbat und wegen Shabbat, Kavod Shabbat, trägst du auch deine Zizit. Sagt er, wenn es war ein anderes Kleid, Hosen, Jacke, Hemd, gut, lohnt sich zu warten bis Shabbat, um Shabbat Kavod zu geben, im Bgadim Chadashim, mit schönen Kleider. Aber Talit bezizit, aber zu tragen meine Talit, soll ich nicht abwarten. Und auch nicht am Wochentag, sofort anziehen. So wie es steht geschrieben in Tehillim 119, Pasuk 60, Chashti velois ma'amoti, lishmor mitzvoisecho. Ich habe mir beschleunigt, verschnellt, rasch, bedeutet Basak, SOS, Tschick-Tschack, Yalla Yalla, um zu halten deine Mitzvot. Steht geschrieben, ein Mensch soll nicht warten bei guten Sachen, weil er weiß nicht, ob wird es das noch erleben. Also hast ein neues Zizit, hast ein neues Talit, zieh das sofort an.